freigemacht, um übers Wasser zu kommen. Und wir hätten noch ein bisschen doller schieben müssen. Ja, noch ein bisschen schaffst du, aber da musst du auch noch darauf. Spring! Das hast du gut gemacht. Ich glaube, die Atmosphäre kommt besser rüber, wenn ich in diesem Tonfall weiterreden werde. Da oben, auf dem Baum, ist eine Bärenfalle. Da sollte man sich in Acht nehmen. Oh, das sieht irgendwie gruselig aus. Bist du böse? Bist du lieb? Es sieht nicht so aus, dass du lieb bist. Oh, das rutscht weiter nach unten. Ich glaube, ich muss sie animieren, weiter ein Beben zu verursachen. Tu es. Aber töte mich nicht. Denn ich glaube, ich muss dich töten. Hört ihr das im Hintergrund, wenn man ganz leise ist? Jetzt hört man's. Hört sich wie ein Schnurren einer Katze an. So. Ich glaube, wir springen erst einmal hier rüber. Und schieben das jetzt zu dieser großen Spinne. Vielleicht wird sie sich ja ein Bein rausreißen. Komm schon. Trau dich. Okay. Das heißt, ich muss es so halten. Das muss man öfter tun. Ja, das wirst du nicht überleben, mein kleiner Freund. Eigentlich meinte ich den kleinen Freund die Spinne. Und nicht den kleinen Freund, ein Junge. Na gut. Wie gut, dass dieses Spiel automatisch speichert. Dass sie so ungehindert gleich wieder von vorne anfangen kann. Komm schon. Trau dich. Ja. Komm schon. Ja. So, schnell weg. Ja. Den gleichen Trick falle ich jetzt nicht noch einmal rein. So, Spinne. Verzieh dich auf den Baum. Ich will dir nämlich weiter meine Schwester suchen. Wo sind wir hier? Gehen wir wieder in eine Höhle? Rutschen den Berg ab. Laufen weiter über Baumstämme. Es wird manchmal immer dunkler. An seiner Stelle hätte ich Angst. Wir laufen langsamer. Warum? Oh oh, wir sind in einem Spinnennest gelastet. Und hängen jetzt fest. Wir können uns nicht bewegen. Nur ein bisschen zappeln, aber. Nein, nein. Sie nimmt uns mit. Können wir uns retten? Nein, nein, was machst du mit uns? Er hat uns zu einem Drop verarbeitet. Einen weißen Drop und hat uns aufgehangen. Aber, so wie es aussieht, wir können es doch bewegen. Wir sind ein weißer Drop, der hier durch die Gegend hüpfen kann. Dass der darunter Luft kriegt. Und hopp, können wir uns hier irgendwie befreien?
Oh nein, ich höre eine Fliege. Nicht, dass sie an uns hängen bleibt. Aber wir hüpfen einfach mal weiter. Vielleicht löst sich das von alleine. So meinte ich natürlich nicht, dass sich das löst. Das Problem. Sondern wir versuchen natürlich, da drüber zu helfen. Warum springt er einen großen Sprung, wenn ich nur ganz kurz drauf drücke? Vorher hat er einen kleinen Sprung genommen. So, kriegen wir dich hier irgendwie ab, du Spinnenseide. Okay. So, rüber gesprungen. Weiter, weiter. Und mal voran. Deine Schwester wartet. Komm, wir rutschen hier runter. Und springen. Was machen wir? Wir drücken dagegen. Und hoffen, dass es uns nicht umhaut. Genau. Immer weiter voran. Wir müssen eine Lösung finden. Dort rauszukommen. Aus dem Gewand. Aus Spinnenseide. Da kommt wieder eine Spinne. Aber die will ich nicht zu Opfer fallen. Das heißt, versuchen den Ball, diesen Steinklotz. So. Schnell weiter. Oh, wir sind alles losgeworden. Bis auf einen kleinen Zipfel, der in unserem Haar hängt. Wie eine Feder. Aber wir lassen uns nicht beirren und treffen auf jemanden, der uns getäuscht hat. Es war nur eine Puppe, der uns in die Falle gelockt hat. Und komm, spring. Oh, das war eine doppelte Falle. Erst, dass ich da auf den halbechten Menschen reingefallen bin und dann einmal, dass da oben eine Bärenfalle ist, die auf uns lauert. Kommen wir denn andersweitig da oben ran? Nein. Was können wir tun? Wir kommen nicht mehr zurück. Dann muss ich wohl... Ich dachte, ich schwinge etwas schneller, dass ich wieder aus dem Radius rauskomme. Es hat aber leider nicht funktioniert. Vielleicht nur dagegen? Oh nein, nein, doch. Es hat geklappt, sich schnell wieder loszulassen. So, mein Freund, schwing. Schwing, wie du es vorher noch nie getan hast. Deine Schwester wartet. Und hopp. Weiter geht's. Diesmal eine Wiese. Und viel Licht. Wir sind aus dem Wald wohl raus. Und springen musst du. Und nochmals. Oh, was ist das? Das sieht nach einer Falle aus. Wie können wir die umgehen? Können wir sie umgehen? Ich mache jetzt mal das Unvermeidliche und springe dort rein. Und springe schnell raus. Das hat funktioniert. Oh. Das haben wir wohl auch nicht überlebt. Nein. Wir sind aufgespießt worden. Scheint der Wald doch nicht so weit weg gewesen zu sein. Komm und spring. Nochmals. Hierauf.
und gleich weiter. Ich glaube, mit dem richtigen Timing hätte das funktioniert. Das heißt, wir tun es jetzt noch, dass ich leider nicht richtig springen können. Als Ausrede. Taste hat geklemmt. Aber ich lasse mich nicht beirren. Oh, das war auch ein sehr merkwürdiger Tod. Ich probiere das jetzt so oft. Es ist schon nicht richtig gesprungen. Oh. Man kann wohl auf ganz verschiedene Arten sterben. Zerquetscht von einem Baumstamm. Aufgespießt von Dornen im Boden. Zertrümmert von einem Stein, der von der Decke kam. Der als Falle extra so konzipiert worden ist. Richtig gemein. Können wir über diesen Stein rüberspringen, wenn er kommt? Ja, können wir. Oh, da haben wir auch in den Tod gerast, so wie es aussieht. Darunter sind Dornen. So, weiter geht's. Die Musik wird bedrohlich. Also ein kleiner Junge sollte auch nicht eigentlich allein in solchen Wald sein. Ich sehe dort um eine Schnur. Was bist du? Nein, nein. Können wir hier hochspringen? Ach, wir müssen zurückgehen, damit er uns durchlässt. Ja, lauf. Wir kriegen das so oder so. Oder auch nicht. Wir werden diesen Schalter einfach mal umlegen. Was bewirkt er? Er hebt es nur hoch. Können wir da drauf? Nein. Können wir hier hochspringen? Nein. Also weiter geht's. Spring! Genau. Was war das? Spring nochmals. Nein, lass dich nicht überrollen. Oh, das ging sehr schnell weiter. Okay, diesmal werden wir wieder zurückspringen. Oh, da kommt noch einer. Oder? Es hat sich sehr stark danach angehört. Es sind Flammen. Es brennt. Schnell rüberspringen. Da oben. Warum will er uns umbringen? Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Schnell hinter... Oh. Schnell hinterher. Damit wir ihn finden. Schon wieder eine Puppe. Oder ein echter Mensch, der leiden musste. Ah ja, da ist auch eine Falle, wie ich sehe. Wie umgehen wir sie? So umgehen wir sie nicht. Vielleicht kurz runtergehen, bis er weggeht, dort oben. Passiert, hier wird sie ausgelöst. Okay, in die Falle reinzuspringen, macht es leider nicht gerade besser. Vielleicht bleiben wir hier so lange stehen, bis sie von alleine ausgelöst wird.